Ich studiere Sportwissenschaft, weil ich von Kindheit an sehr sportbegeistert bin und auch perspektivisch die Möglichkeit sehe, in einem Beruf zu arbeiten, der mein Hobby einbindet und wo ich nicht nur im Büro arbeiten muss. Ich habe mich gegen Ende der 11. Klasse für Sportwissenschaften entschieden, habe mich dann über Studienportale und auch über die Internetseite der Sportwissenschaftlichen Fakultät informiert, mich dann für die Eignungsfeststellungsprüfung, die eine Voraussetzung für das Studium darstellt, angemeldet. Allerdings konnte ich aufgrund der Verletzung nicht daran teilnehmen und musste dann ein Jahr warten, um sie dann sozusagen zu wiederholen, was natürlich auch ein Jahr Pause nach dem Abitur bedeutet hat. Dahingehend würde ich den neuen Studieninteressierten oder Studienanfängern auch raten, die praktische Prüfung so früh wie möglich abzulegen. Eine Voraussetzung, um den Studiengang Sportwissenschaften erfolgreich zu bewältigen, sind natürlich die Affinität zum Sport und vor allem die Vielseitigkeit, da man viele verschiedene Sportarten belegt, wie zum Beispiel Gymnastik und Gerätturnen, aber auch Schwimmen, Ballsportarten, Kampfsport zum Beispiel. Dieser praktische Anteil ist vor allem am Anfang sehr hoch. Man hat viele Veranstaltungen, wo dann sportpraktische Übungen, aber auch mit Theorie verknüpft werden. Dahingehend sollte man auch Interesse für alle Sachverhalte mitbringen, die mit Sport und Bewegung in Verbindung stehen. Zum Beispiel hat man auch biomechanische Anteile oder auch Sportmedizin im Studium. Mein erster Eindruck vom Studium war sehr positiv, natürlich aufgrund des Sportcampus, der sehr weitläufig ist und einfach aufgrund der Möglichkeiten für Sportinteressierte sehr interessant ist. Und man lernt viele Möglichkeiten kennen, um auch mit Kommilitonen in Kontakt zu kommen, sei es jetzt in Form des Hochschulsportes oder auch direkt beim Training oder Üben für Seminare. Was ich so am Anfang des Studiums nicht erwartet hätte, war, dass man sehr viele sportpraktische Fächer gleich zu Beginn hatte, was natürlich sehr positiv war, um mit Kommilitonen in Kontakt zu kommen und auch nicht so einen starren Studienalltag zu haben. Und man hat sehr viel Unterstützung erfahren zu Beginn, gerade durch den Fachschaftsrat, der ein Mentorenprogramm anbietet und auch über Kurse des Career Centers, wie zum Beispiel Zeitmanagement. Am sportwissenschaftlichen Studium in Leipzig gefallen mir vor allem die Räumlichkeiten, die optimale Bedingungen darstellen. Man hat viele Sportstätten oder beziehungsweise alle Sportstätten sogar auf einem Campus vereint und moderne Forschungslabore, die dann im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Biomechanik und Sportmedizin genutzt werden. Auch kann man eine Vertiefung wählen im Bachelorstudium in Richtung Freizeit- oder Leistungssport oder Gesundheitssport und Rehabilitation. Die zweite Vertiefung war ausschlaggebend für mich, um hier zu studieren. Ich denke, dass viele Außenstehende und Interessierte die falsche Vorstellung vom Sportstudium haben, dass man selbst zum Leistungssportler ausgebildet wird. Natürlich muss man ein hohes Niveau an sportlichen Fähigkeiten mitbringen, die auch abgeprüft werden. Allerdings gilt es vielmehr, selber Lehrwege und Möglichkeiten kennenzulernen, um anderen dann Kenntnisse vermitteln zu können, sei es als Trainer, Übungsleiter, Therapeut oder Bewegungsexperte. Ich denke, dass es am Anfang ratsam ist, vor allem wegen der neuen Eindrücke und Informationen, die auf einen einwirken, sich an den Studienverlaufsplan zu halten, einfach die Module und auch Prüfungen im vorgesehenen Semester abzulegen. Da bekommt man am Ende dann auch nicht so ins Schleudern, wenn man dann noch sportpraktische Prüfungen vor sich hat. Und im Falle von der Verletzung ist es auch immer sinnvoll, eben in der Regelstudienzeit zu bleiben, wenn man am Anfang dann direkt die Prüfung ablegt. Nach meinem Masterstudium möchte ich dann perspektivisch im Gesundheitsbereich arbeiten. Ich kann mir vorstellen, in der betrieblichen Gesundheitsförderung oder im präventiven, also im vorbeugenden Bereich zu arbeiten.